aus. Für Jesus hoffentlich, nicht für mich. Ach herrlich, wir haben wunderbare Anbetungslieder gesungen und wir haben gesungen, dass es darum geht, die Schönheit Gottes anzubeten. Und ich habe den Jochen gefragt, was ist so ein bisschen Thema dieses Jahr bei euch? Und dann hat sich da für mich auch im Gebet recht schnell herausgestellt, dass ich heute reden möchte über das Staunen über die Schönheit Gottes. Das ist ein Thema, was mir auch am Herzen liegt, dieses ins Staunen kommen und die Schönheit Gottes, wie sie uns auf vielfältige Weise vor Augen gemalt wird. Und das ist vielleicht ein bisschen erstaunliches Thema, weil mit Staunen kann ich erstmal so viel nicht anfangen. Also wenn ich durch den Alltag gehe, morgens aufstehe, der Terminkalender ist gut gefüllt, abends fällt man irgendwann ins Bett und schläft ein, hoffentlich. Und dann war nicht viel mit Staunen. Staunen braucht irgendwie so ein Innehalten, braucht irgendwo zur Ruhe kommen. Ankommen in der Gegenwart, etwas besonders wahrnehmen und spüren. Kinder können das großartig. Kinder können staunen. Und wenn ihr mal so eine Resonanz haben wollt, mal spüren wollt, wie schön Staunen sein kann, dann schaut euch mal auf YouTube Videos an. Und zwar googelt mal nach Videos von Erwachsenen, die zum ersten Mal hören können. Die ein Cochlea-Implantat bekommen und dadurch zum ersten Mal, wenn auch verzerrt, Töne wahrnehmen können, zum ersten Mal hören, dass ihr Partner sagt, ich liebe dich. Da fließen die Tränen, da brechen Menschen vor Rührung geradezu zusammen und staunen über die allerersten Töne in ihrem Leben. Oder wenn man googelt nach kleinen Kindern, die zum ersten Mal die passende Brille bekommen und klar sehen können, und dann steht der Mund weit offen. Man kann hinten bis zum Zäpfchen gucken, so sehr staunen die. Und das ist total rührend, mich bewegt das mal. Total, wenn man solche Videos sieht über Menschen, die staunen. Und ich möchte heute mit euch durch die Predigt gehen und ein wenig von der Schönheit Gottes schwärmen und euch klar machen, wie schön er ist und warum es sich lohnt, über ihn zu staunen, die Schönheit Gottes zu entdecken und wie wir da vielleicht ein Stückchen mehr in diese Richtung kommen können. Miteinander, jeder für sich, wie das gelingen kann. Vielleicht fragt ihr euch, ja, Schönheit Gottes, wir haben das gerade gesungen miteinander, Herr, deine Schönheit will ich anbeten. Ja, das ist irgendwie abstrakt. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Schönheit Gottes, Gott ist Geist. Was ist denn da schön? Wie kann man denn sich dieser Schönheit Gottes nähern? Und ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt und in der westlichen Christenheit ist das gar nicht so ein Riesenthema, die Schönheit Gottes. Im Orthodoxen ist es ein großes Thema und auch im Judentum und auch in der Bibel natürlich. Und einer meiner liebsten Psalmen diesbezüglich ist Psalm 27, Vers 4. Der Psalmbeter sagt da, ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. Eine einzige Bitte. Erste Zuspitzung. Nichts anderes wünsche ich mir. Nichts anderes. Zweite Zuspitzung. Ich möchte im Haus des Herrn sein alle Tage meines Lebens. Dritte Zuspitzung. Wozu? Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Wow. Das nenne ich meine Zuspitzung. Eine Bitte. Alle Tage. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen. Ich weiß nicht, ob du da bei dir so eine Resonanz im Herzen spürst, dass das auch eine Sehnsucht in dir ist, was das gut tun kann, Gott anzuschauen, seine Schönheit wahrzunehmen, auf vielfältige Art und Weise. Darauf kommen wir noch. Aber erst einmal, da ist eine Sehnsucht in uns Menschen, das tut uns gut, darauf richten wir uns aus, davon nähren wir uns anscheinend, Schönheit Gottes zu betrachten. Das war für mich erstmal ein ungewohnter Gedanke. Und dann habe ich ein bisschen weiter geschaut und habe mal geguckt, wo denn überall Schönheit auftaucht. So macht man das ja. Und ich frage euch mal, das ist immer so eine kleine Quizfrage, wisst ihr, wer im Alten Testament als allererstes den Heiligen Geist bekommen hat? Gibt es da Vermutungen? Heiligen Geist, das ist eine spannende Frage, waren ja nicht so viele, ne? Der Schöpfung, der Geist des Herrn. Ja, okay, aber das ist nicht so, dass ein Mensch erfüllt wird vom Heiligen Geist. Du weißt es, du sagst aber nichts. Nein, man denkt ja automatisch, hey, das waren Propheten, Könige, Volksanführer oder irgendetwas, Pustekuchen. Wir befinden uns im Buch Exodus, wir befinden uns beim Bau der Bundeslade, beim Allerheiligsten, und da wird ein Mann namens Bezalel
mit dem Heiligen Geist gefüllt und der war nichts anderes als Kunsthandwerk. Und er bekommt den Auftrag, Mose sagt, dass dieser Bezalel erstens ein super Planer ist, also der hat auch Köpfchen, er hat nicht nur hier, sondern auch hier, ne? Also er hat auch Köpfchen, aber er hat auch wunderbare Gaben. Er kann mit Edelsteinen umgehen, mit Kupfer, mit Gold, mit Silber. Er kann mit Stoffen umgehen, mit Purpur, mit Samt. Er kann sticken anscheinend oder weiß, wie man das handhabt. Und der bekommt dann minutiös von Gott gesagt, wie denn dieses Allerheiligste auszusehen hat. Und das Irre daran ist, das wird wunderschön gestaltet und am Ende sieht es keiner. Denn im Tempel ist das verborgen. Einmal im Jahr geht dann ein Priester rein. Das war's. Das heißt, das Ganze dient dazu, erstens, Gott sagt, ich bin Schönheit und das soll mich repräsentieren, aber ich möchte, dass die Menschen sich danach sehnen, nach dieser Schönheit, dass eine Sehnsucht im Herzen entsteht. Gott ist in sich ein schöner Gott. Und er liebt es, dass Dinge schön sind. Das bewegt mich. Und dann kann man natürlich jetzt sagen, ja gut, hier Altes Testament, aber was ist denn hier mit dem Neuen Testament? Taucht da Schönheit auf? Schaut man aber nach, nein, wörtlich nicht, aber es gibt einen anderen Begriff. Und der kommt dem sehr, sehr nah. Und von dem haben wir auch gerade schon gesungen, nämlich der Begriff der Herrlichkeit. Doxa auf Griechisch. Das ist übersetzt ganz vielfältig. Herrlichkeit, Glanz, Majestät. Man könnte auch einfach nur wow sagen. Oder boah. Das ist Doxa. Doxa ist Hammer. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn man es auf Deutsch, das ist so nüchtern irgendwie. Aber Herrlichkeit Gottes, das ist Strahlen, das ist Glanz, das ist Wahnsinn. Da gehen einem die Augen über, da kann man nur auf die Knie sinken oder abwechselnd tanzen und was auch immer. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und die taucht immer wieder im Neuen Testament auf, an ganz entscheidenden Stellen. Und die brauchen wir. Wir brauchen diesen Blick auf die Doxa, auf die Herrlichkeit, auf den Glanz, auf die Schönheit, auf die Majestät Gottes. Und bevor ich darauf eingehe, wozu das so wichtig ist, ein kleiner Schlenker. Wir hatten vorher in dem Psalmbeter, in Psalm 27, Vers 4, der gebetet hat, ich möchte die Schönheit Gottes alle Tage meines Lebens im Tempel betrachten. Wer ist denn heute Tempel? Ihr. Jeder von euch ein kleiner Tempel. Wir sind eine kleine Tempelversammlung. Und wenn ihr morgen wieder rausgeht, in diesem schönen Feiertag, den wir vor uns haben, helft Christi Himmelfahrt, großartig, dann könnt ihr als kleine Tempel, als kleine Behausungen Gottes unterwegs sein. Und das heißt in der Konsequenz, das, was im Alten Testament verborgen war, weil die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes im Tempel wohnte, das hat durch den Geist in dir Raum gefunden. Das heißt auch, wenn du die Schönheit Gottes sehen willst, das ist nicht irgendwo nur da weit draußen, da ist das auch. Es fängt bei dir an. Es fängt in dir an. Du atmest diese Herrlichkeit, du lebst in dieser Herrlichkeit. Gleichzeitig ist da auch so ein kleines Fragezeichen dahinter, denn bei sich selbst anzufangen, ist nicht immer angenehm. Manchmal mag man sich nicht. Findet sich gar nicht toll. Dann soll diese Herrlichkeit Gottes in mir wohnen. Aber schauen wir mal ein Stückchen weiter. Ich finde es interessant zu gucken, wozu wir das denn Ganze machen sollen. Also wozu schauen wir denn auf die Schönheit Gottes? Ist das so einfach so zum allgemeinen Wohlgefühl? Nein, viel mehr. Da steckt viel mehr hinter. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus dem 2. Korintherbrief. Einer meiner Lieblingsverse. Der klingt kompliziert, ist aber, finde ich, ein Schlüssel. Ein Schlüssel für unsere Veränderung, ein Schlüssel für unsere Heilung, dass wir Christus ähnlicher werden können. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht. Unverhüllt. Wir dürfen ihn anschauen, unverhüllt. Großartig. Die Herrlichkeit des Herrn, da haben wir ja die Majestät, den Glanz, die Schönheit. Das Wow des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet,
dass wir ihm immer ähnlicher werden und, Achtung, immer mehr Anteil an dem Glanz, an der Majestät, an der Herrlichkeit Gottes bekommen. Das ist ein Werk unseres Gottes, das ist das Werk seines Geistes. Soweit der Vers. Und das ist ein ganz irres Bild, das hier der Paulus verwendet. Wir haben hier wirklich einen Spiegel vor uns und in ihm sehen wir uns. Und wir sehen gleichzeitig das Bild Gottes, das uns anschaut. Und du kannst dir es vielleicht so vorstellen, dass sich dein Gesicht mit seinem Gesicht überlagert. Das heißt, du schaust dich an, du schaust ihn an und in dieser Betrachtung verwandelst du dich. Das ist ein Geheimnis, ich kann das nicht logisch erklären. Die einzige Aktivität, die hier beschrieben ist, ist anschauen, betrachten, zur Ruhe kommen bei ihm und ihn betrachten. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass wir uns betrachten. Und da haben wir wieder das Problem mit dem, naja, so gerne schaue ich mich ja nicht an. Das ist ja gar nicht selten so. Ich habe manchmal in der Seelsorge Menschen, die ein ganz kaputtes Selbstbild haben, die sich selbst überhaupt nicht mögen oder sich hässlich finden, oder denen immer gesagt wurde, dass sie nichts taugen, nichts wert sind. Und denen sage ich dann immer, bete bitte mal diese Psalmverse, ich danke dir, Herr, dass du mich wunderbar geschaffen hast im Mutterleib. Wunderbare Verse. Schreib sie dir auf ein Post-it und häng sie dir an deinen Spiegelschrank und dann schaust du dir selbst in die Augen und sprichst diese Verse laut aus. Und ich weiß nicht, ob ihr das ahnt, es gibt Menschen, die können das nicht. Die können sich nicht selbst anschauen und sich selbst zusagen von Gott her, in seiner Autorität, hey, du bist ein Wunderwerk Gottes. Du bist wunderbar gemacht. Egal wie du aussiehst, egal ob du gerade gefallen bist, egal ob es dir gerade gut geht im Glauben oder ob du zweifelst, ob du auf dem Weg zu Jesus bist oder schon auf dem Weg mit ihm bist, du bist wunderbar gemacht, du bist gesehen, du bist geliebt, du bist versöhnt, du bist ausgerüstet. Das ist so schwer, sich selbst zuzusagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gleichzeitig dieses Bild Gottes in den Blick nehmen, dass wir seine Doxa, seine Herrlichkeit betrachten und wissen, dass er uns verwandelt in der Betrachtung. Und die kann ganz verschieden aussehen. Wir können die Schönheit Gottes in Menschen plötzlich entdecken, denen wir dienen. Das ist Diakonie, das ist nach außen gehen. Wir können die Schönheit Gottes entdecken in der Stille, in der Schöpfung, in der Kunst. Gott ist unglaublich überraschend, wie er sich uns zeigt. Ich habe mal einem Jugendlichen gesagt, du, wenn du durch den Alltag gehst, es kann immer sein, wenn du um eine Ecke biegst, dass da Gott steht und boom macht und dich einfach überrascht. Ich bin da. Und so ist Gott unterwegs mit dir. Er ist ja Reich Gottes Bauer. Das heißt, er ist in deinem ganzen Leben unterwegs. Nicht nur in so einer Veranstaltung und nicht nur in deiner stillen Zeit oder Lobpreis oder was auch immer, sondern ganz alltäglich. Und überrascht dich. Und dann kannst du ihn anschauen und du schaust dich an und du wirst erleben, dass er dich Stück für Stück verwandelt. Indem du seine Schönheit, seinen Glanz, seine Herrlichkeit an den verschiedensten Orten entdeckst. Ich möchte aber noch drei kurze andere Dinge nennen, warum ich glaube, dass es total klasse ist, wohltuend ist, gut tut, die Schönheit Gottes zu betrachten. Das eine ist, ey, die Welt ist manchmal ganz schön anstrengend. Das Leben ist anstrengend, mühsam manchmal. Der Glaube ist auch nicht immer so einfach. Man kämpft manchmal mit Zweifeln, mit Fragen und auch das ist normal. Und ich wünsche mir, dass, wenn das hier ein gemeinsamer Weg wird, dass es ein Raum ist, wo das sein darf, wo Menschen auch Fragen stellen dürfen, auch kritische Fragen, wo Zweifel vorkommen dürfen. Hey, Glaube entwickelt sich. Wir fangen bei der Milch an und enden beim Schwarzbrot des Glaubens. Das heißt, dass wir zwischendurch auch immer wieder Dinge abstreifen und neu entdecken. Das ist ein permanenter Wandel. Und deswegen gehören solche nicht so angenehmen Phasen im Glauben dazu. Die dürfen hier sein. Das ist mir wichtig. Okay? Es ist so entscheidend, dass wir zu diesem Ganzen, was manchmal so dunkel im Alltag ist, einen Gegenpol haben. Und das Geheimnis der Schönheit Gottes ist, dass sie nicht so positives Denken ist. Also ich setze nicht die Schönheit Gottes
gegen mein Dunkel, gegen meine schwierige Lebensphase, gegen meine Depressionen, gegen das, was mich unterdrückt, gegen meinen Arbeitsplatzverlust, gegen alles Mögliche. Nicht etwas dagegen setzen, um es loszuwerden und zu verdrängen, sondern inmitten dieser Dinge, inmitten deiner Realität kannst du die Schönheit Gottes entdecken. Weil er ist mittendrin, das ist Jesus Art. Er drückt sich nicht vor dem Dunkel. Er geht mit dir durch das Dunkel. Und nicht dran vorbei. Wir produzieren hier keine geistlichen Abkürzungen, sondern es geht darum, in deinem ganz persönlichen Leben, mit allen Verwerfungen, die es hat, strahlt auf die Schönheit Gottes. Und das macht das Schwere tragbar. Wir dürfen immer wieder hineingehen in diese Betrachtung der Schönheit Gottes. Ich denke an Maria und Martha, die Geschichte aus dem Neuen Testament kennt ihr. Und die Martha ist am Rödeln und am Tun. Maria betrachtet Jesus und lauscht. Sie nimmt seine Schönheit als Person und seine Schönheit in den Worten wahr und spürt, was das in ihr auslöst. Und drumherum ist Getrubel. Und das ist für mich ein schönes Bild geworden. Oder der Jesus, der schläft auf dem Schiff und draußen sind die Wellen. Wir könnten ganz viele Bilder bringen. Inmitten deines Lebens, wie du es lebst und erlebst, können wir lernen, die Schönheit Gottes zu entdecken. Und das tut uns gut. Und ein zweites, es tut uns als Gemeinde gut, weil, wenn wir ehrlich sind, so Gemeinden sind immer ein Haufen von ganz verschiedenen Menschen. Ihr vielleicht nicht, doch, ihr seid ganz verschieden, garantiert. Ihr habt verschiedene Biografien, ihr habt verschiedene Geschichten, verschiedene Ansichten. Wir sind uns darin einig, dass wir an Jesus Christus glauben, dass wir an Vater, Sohn und Heiliger Geist glauben, dass wir glauben, dass er für uns gestorben ist, auferstanden ist. Aber in vielen sekundären Fragen werden wir verschiedener Meinung sein. Und das ist gut. Das ist Leib Christi, ein bunter Haufen. Und dieser bunte Haufen darf sein und er hält zusammen, da wo wir uns versammeln um die Schönheit dieses Gottes. Wo wir in die Erfahrung von Gott gehen, wo wir ihn erleben, miteinander erleben und feiern, da verblassen diese anderen Argumente. Da können wir das aushalten, dass wir verschiedene Meinungen haben zu irgendwelchen Detailfragen. Ich glaube, das ist so prophetisch, so wichtig in unserer Zeit, wo alles sich immer mehr polarisiert und auseinanderdividiert. Du bist drin, du bist draußen. Wir müssen lernen, es auszuhalten in unseren Gemeinden, dass wir verschiedene Meinungen haben. Und das ist okay. Aber wir haben ein Zentrum. Und das ist unser Herr. Der gekreuzigte und auferstandene Herr, der in uns lebt durch den Heiligen Geist, der auf dieser Welt unterwegs ist in seiner Mission, dem wir nachfolgen, mit dem wir zusammen Reich Gottes bauen wollen. Das ist unser Zentrum und der Rest ist eigentlich nebensächlich. Und deswegen hat dieses Anbeten der Schönheit Gottes, dieses Wahrnehmen, das Sehen der Schönheit Gottes auch für eine Gemeinde etwas total Wohltuendes. Und ein letztes, weswegen ich die Schönheit Gottes und das Staunen darüber so wichtig finde. Ich glaube, dass es das Zeugnis ist für diese Welt, was diese Welt braucht. Es gibt im letzten Jahrhundert, ist er einige Jahre tot, einen bekannten katholischen Theologen, Karl Rahner heißt er. Und er hat einen legendären Satz gesagt, der mich bewegt. Er hat einen Satz gesagt, den ich prophetisch finde, weil er über die Christenheit des 21. Jahrhunderts ausgesprochen hat. Der Satz lautet so: Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der Gott erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der Gott erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Und wir leben jetzt in einer Zeit, in der Postmoderne, wie man sagen würde, wo die Menschen nach Erfahrung fragen. Nicht mehr nach Logik, nicht mehr nach überredenden Worten, das ist aber Paulus auch schon so eigentlich, sondern dass wir da sind und sagen, boah, ich freue mich gerade unglaublich an diesem Gott, mit dem ich unterwegs sein kann. Und da werden Menschen neugierig. Denn gegen die Erfahrung kannst du nichts sagen. Ich lasse mich längst nicht mehr auf irgendwelche intellektuellen Wortgefechte ein.
mit irgendwelchen Leuten, die mich vom Glauben überzeugen wollen, mit Kopfargumenten. Es geht heute darum, dass wir authentische Gotteserfahrung erleben dürfen und dass wir von dieser ganz natürlich erzählen, dass wir ganz natürlich davon schwärmen, wie großartig es ist, mit diesem Herrn unterwegs zu sein. Ja, wir sollen auch davon reden, wie schwer es manchmal ist. Dass wir ihn manchmal nicht verstehen. Auch manchmal, dass er schweigt. Und dass wir uns fragen, hey, wo ist er jetzt? Das ist authentisches Christsein, das zählt dazu. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen darauf warten, dass wir ihnen das erzählen. Kein Rosa-Rot-Bild, sondern ganz authentisch. Das ist Beziehung. Das weiß jeder, der in der Ehe lebt. Da gibt es Phasen, wo man auch mal zofft oder schweigt. Es gibt wunderschöne Phasen, dann gibt es wieder routinierte Phasen. Warum sollte es mit Gott anders sein? Ja? Und davon zu erzählen, das berührt, glaube ich, Menschen. Das bewegt Menschen. Ich habe in der Seelsorge ab und zu auch mal Menschen gehabt, die Jesus noch gar nicht kannten. Und das ist mir etwas ganz Wichtiges geworden. In der Seelsorge, ich bin auch traumatherapeutischer Begleiter, arbeite ich viel mit hörendem Gebet, aber auch mit Imaginationsübungen, wo wir auch wirklich Jesus mit hineinnehmen. Also einer Form von hörendem Gebet. Dann sage ich irgendwann diesen Menschen, wäre es okay für dich, obwohl du ihn noch gar nicht kennst, dass du jetzt in diesem Bild, in dem du gerade bist, mal einfach Jesus bittest, dazuzukommen und dir zu zeigen, was er über dich denkt. Ja, okay, ich mach das mal. Wie mache ich denn das? Sag ich, also frag das einfach, sag, Jesus, kannst du mal so hier auftauchen in meinem Bild gerade? Ich kenne dich zwar nicht, aber falls es dich geben sollte, mach doch mal. Und ihr könnt davon reden, dass es zu 100% passiert, dass Jesus auftaucht. Und dann ist eine Frau von mir in Eschweiler, die sagt, kommt auf mich zu und nimmt mich in den Arm. Ich kenne den doch gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Und ich sage dann einfach, ja, lass es geschehen, es ist gut, genieß es. Und wenn man dann aus der Übung rauskommt, gucken dich nur zwei runde Augen an und sagen, den gibt es ja wirklich. Und da brauchst du nicht mehr intellektuell zu argumentieren. Da brauchst du nicht zu sagen, warum das total logisch ist, dass Gott Mensch wurde. Da gibt es gute Argumente für, ja, aber die bringen keinen zum Glauben. Aber wenn du Menschen in solche Erfahrungen hineinführst oder von deinen authentischen Erfahrungen, der deinen Kämpfen und deinen Halleluja-Erfahrungen und allem erzählst, auf deine ganz natürliche Weise wird das Menschen berühren. Oder auch nicht, und das ist auch okay. Aber die Menschen heute sehnen sich nach authentischer Erfahrung. Ich komme zur Zielgeraden dieser Predigt und ich möchte einen kleinen Ausblick geben, wie wir denn dem so ein bisschen näher kommen können. Wie können wir wieder mehr hineinkommen in das Staunen über Gottes Schönheit? Meine Theologie, also das ist die Theologie, hochgestochen, aber meine Sichtweise hat sich in den letzten Jahren so geformt, dass ich sage, wir leben nicht oder wir kämpfen nicht mehr um den Sieg, sondern wir leben vom Sieg her. Es gibt ein vollbrachtes Werk am Kreuz. Es ist vollbracht. Oder wenn wir den Epheserbrief nehmen, in uns lebt der Heilige Geist in seiner Fülle. In uns lebt der himmlische Segen in seiner Fülle. Wir müssen darum nicht kämpfen. Wir müssen uns nicht dauernd den Puls fühlen, habe ich heute 75% oder 73% Heiligen Geist in mir. Der ist komplett da. Aber ich glaube, dass wir diesen Fluss des Heiligen Geistes natürlich ausbremsen können. Wir können ihm im Wege rumstehen. Das ist dann dusselig, aber es passiert. Wir sind Menschen. Und ich glaube, dass wir durch Geschichte, durch Prägung, durch Verwundungen der Biografie, durch unsere eigene Schuld, unsere eigene Sünde und vieles mehr so Felsbrocken im Bachbett liegen haben. Und dann staut sich manchmal das Wasser und geht einen kleinen Umweg. Dadurch wird das Wasser nicht weniger, aber wir spüren vielleicht die Wirksamkeit nicht im selben Maße. Und deswegen glaube ich, dass es darum geht, beim Staunen lernen über die Schönheit Gottes, dass wir uns selbst in den Blick nehmen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, da wo Menschen im Inneren, im Herzen ein Stück geheilt sind, dass automatisch ihr Glaube gewachsen ist. Andersrum gilt das genauso. Da wo wir im Glauben wachsen, tut es unserem Herz gut. Ist irgendwie auch kein Wunder.
Und deswegen mal zu gucken, wo ist denn zum Beispiel Bitterkeit in meinem Herzen? Wo ist Groll in meinem Herzen? Wut? Der Hebräerbrief sagt, dass die Bitterkeit so eine üble Wurzel ist, die uns selbst vergiftet und dann alle um uns herum. Und ich habe diverse Gemeinden auch schon gecoacht in irgendwelchen Prozessen und ihr glaubt nicht, was da für alte, bittere Wurzeln teilweise hochkommen. Und da geht es gar nicht nur um Gemeinden, sondern ganz persönliche bittere Wurzeln. Die Enttäuschungen im Leben, die Verletzungen, die Zerbrüche, alle das. Wir bauen Schutzmauern in unser Herz. Aber wenn wir Schutzmauern in unser Herz bauen, dann können wir nicht erwarten, verletzlich zu sein, sensibel zu sein. Dann können wir nicht staunen. Zyniker können nicht staunen. Und wir leben in einer sehr harten, zynischen Gesellschaft, wo ganz viel geurteilt wird über den und der und der und der, wie schlimm die alle sind und ich bin der Tollste. Wir leben in einer polarisierenden Gesellschaft. Wenn ich aber so unterwegs bin, so zynisch, so hart unterwegs bin, kann ich nicht staunen, das funktioniert nicht. Und deswegen ist es für mich eine wichtige Grundvoraussetzung, dass wir, um das Staunen über die Schönheit Gottes wieder neu zu lernen oder mehr hineinzukommen in dieses Staunen, dass wir unser eigenes Herz wahrnehmen. Und da nehme ich mich genauso mit rein. Ich habe jetzt, wenn ich mal durchzähle, würde ich schon sagen, ich habe gerade so drei Personen, wo ich nochmal Vergebung im Herzen aussprechen müsste. Wo in den letzten 2 Jahren richtig viel Verletzung geschehen ist. Ich bin noch nicht ganz so weit. Und das ist okay. Gott geht da seine Wege. Aber ich weiß, dass ich es irgendwann machen muss. Ich muss irgendwann im Namen Jesu Vergebung zusprechen und diese Person freilassen, damit ich selbst heilen kann. Und so ist jeder von uns irgendwo unterwegs. Mit Verletzungen, mit inneren Mauern, mit unserer eigenen Prägung, die wir erfahren haben. Ich habe so viele Ratsuchende, denen hat man die Kindheit geraubt. Die mussten nur funktionieren. Die mussten sich nur irgendwie einpassen. Gefühle waren nicht erwünscht. Du musst hart sein, diese Welt ist auch hart. Wie will ich dann staunen lernen? Ich will das nur kurz antippen, aber ich glaube, dass unsere Biografie, dass unsere Prägung, dass unsere innere Herzenshärte, unser Groll, all die Bitterkeit, die da manchmal in uns ist, uns auch daran hindert, auf diesen Gott zu schauen und ganz einfach mal den Mund sperrangelweit aufzumachen und zu sagen, wow. Und vielleicht zum Schluss noch 2 ganz positive Hinweise, wie wir dem Staunen ein wenig näher kommen. Und ich glaube, das Erste, und das ist mir ganz wichtig, ist, dass wir mehr hineinkommen in die Ruhe Gottes. Hebräer 4. Der Schreiber des Hebräerbriefes wendet ein halbes Kapitel auf, um zu sagen, dass wir nach nichts mehr streben sollen, als in die Ruhe Gottes einzutreten. Auch wieder so eine Zuspitzung. Nach nichts strebt mehr, als in die Ruhe Gottes einzutreten. Eure Vorfahren haben das verpasst, ihr aber habt sie bereits verfügbar. Also tretet auch hinein in die Ruhe Gottes. Im 5. Gang ist schlecht staunen. Wir brauchen, dass wir runterfahren. 4., 3., 2. oder Automatik, egal. Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen runterfahren. Wir müssen irgendwann langsamer werden. Wir müssen irgendwann ankommen. Wir brauchen solche Momente im Tag, wo wir kurz innehalten. Und es ist nicht nur das Tempo. Diese Ruhe ist ein Ort in dir, in deinem Geist. Und er lädt dich ein, hineinzukommen in diese Ruhe. Und dann kannst du diese Ruhe mitnehmen in deinen Alltag. Egal wie komplex dieser manchmal ist. Aber wir brauchen auch die äußere Stille. Wir brauchen das äußere Herunterfahren. Das Stillwerden. Ich weiß nicht, wie viele Leute das von euch kennen, wenn man im Urlaub fährt und erstmal krank wird. Typisches Zeichen dafür, zu viel 5. Gang oder 6. je nachdem, wie eure Autos drauf sind. Pausen. Kurze, kleine Bonsai-Pausen einplanen. Kleine Ruhemomente einplanen. Ab und zu mal einen halben Tag vielleicht rausnehmen. Oder einmal im Jahr vielleicht 2, 3 Tage wirklich ganz bewusst in die Stille gehen. Das trainiert unser Herz,
dass es nicht nur funktioniert, dass es nicht nur leistet, sondern dass es auch sein darf. Und wir brauchen diese Phasen, um uns zu schulen, um die leise Stimme Gottes wahrzunehmen, um unsere Augen neu zu schulen, ihn zu sehen, dieses Geheimnis der Schönheit Gottes, dieses Eintreten in seine Ruhe. Und ein letztes, ich glaube, und damit spreche ich wieder uns als Gemeinde an, es ist wichtig, dass wir gemeinsam das Leben feiern. Sein Grundmotiv des Lebens ist die Feier. Jesus hat immer wieder gefeiert und die Bibel ist voll von Feiern, von Sinnlichkeit, von Schönheit, von Schöpfung, von wunderbaren Nahrungsmitteln und herrlichen Festen. Und es ist so wunderbar, wir dürfen Dinge gestalten, dürfen Schönheit entdecken, dürfen die Schönheit der Gemeinschaft miteinander erleben, wo sich Gott genauso zeigt und tierisch über uns freut, dass wir miteinander unterwegs sind, das Leben miteinander feiern und die Schönheit in dem entdecken, was er uns schenkt. Großartig. Ich glaube, das als Gemeinde können wir kultivieren und das ist eine schöne Art, miteinander Schönheit zu feiern. Und so schließe ich die Predigt mit dem Wunsch, dass wir in die Ruhe hineinkommen, dass wir entdecken, wie wir mehr und mehr auch diese Ruhe Gottes entdecken, dass wir die ganz verschiedenen Kanäle miteinander entdecken, durch die sich die Schönheit Gottes dir offenbaren möchte. Und da ist jeder anders. Manchmal gehen mir bei einem Bibelvers die Herzen auf und ich denke, Wahnsinn, was da für ein Wort steht in deiner Heiligen Schrift. Wie fantastisch ist das? Manchmal berührt mich eine Liedzeile. Manchmal draußen die Natur oder irgendein kleines Tier, das angelaufen kommt. Manchmal unser Hund. Wir haben so einen kleinen Therapiebegleiter und total süß. Der Kinder. Und so hast du deine Kanäle. Du hast deine Kanäle, die du entdecken darfst, wo die Schönheit Gottes dir lächelnd entgegenkommt. Und dich liebevoll anschaut. Und wenn du ihn anschaust, dann wird er dich verwandeln. Das ist die schönste Verheißung, die wir haben.